aus dem Bereich Schlafen. Das hier ist ein 3x3 Meter Tatonka-Tarp. Das ist schon alt. Es gibt inzwischen leichteres, es gibt inzwischen tarnfarbigeres. Das hat nämlich innen die gleiche Farbe wie der Beutel hier. Es ist nicht mehr absolut hundertprozentig dicht. Wenn es ganz fies drauf regnet, dann kann es an den Nähten inzwischen ein bisschen Wasser eindringen. Es ist halt wirklich, wirklich alt. 3x3 Meter Tarp, darum geht es mir im Wesentlichen. Ansonsten ist es im Prinzip ein ganz okayes Tarp, aber ihr wisst selber, es gibt inzwischen auf dem Markt Sachen, die sind halt nochmal erheblich kleiner und auch erheblich leichter. Das wiegt, glaube ich, 850 Gramm oder sonst was, die als Tarp durchgehen, die auch relativ robust und solide sind. Und halt, ne, selbst eine Baumarktplane ist vom Packmaß her kleiner zu verpacken und selbst eine Baumarktplane ist leichter. So, und deswegen sehe ich irgendwie, ich benutze das hin und wieder mal noch. Aber ich würde es mir auf keinen Fall nochmal kaufen. Ich habe es ja jetzt schon. Ich sehe das irgendwo nicht ein, weil man einfach mit Baumarktplane, insbesondere mit der leichten Baumarktplane, also die gibt es ja in schwerer Materialstärke und in leichter Materialstärke. Und gerade die leichte, die ist halt echt leichter als das Ding. Die ist kompakter als das Ding. Das Ding hat bauartbedingt noch nicht mal viel mehr Abspannpunkte. Und ich brauche keinen 3x3 Meter Tarp. Darum geht es mir eigentlich im Wesentlichen. Für was brauche ich denn bitte einen 3x3 Meter Tarp? Eine 2x3 Meter Baumarktplane ist eigentlich schon größer, als sie sein müsste. Da könnte man auch schon mit was Kleinerem entsprechend zurechtkommen. Also es ist wirklich das höchste der Gefühle, wo man sagen muss, das macht gerade noch so Sinn. Selbst für zwei Personen passt man unter eine 2x3 Meter Baumarktplane auch noch wunderbar drunter, je nachdem, wie man die aufbaut. Hat man jetzt noch ein größeres Tarp, dann kann man ja theoretisch sich daraus irgendwelche super tollen, schon fast zeltartigen Konstruktionen zusammenbauen. Das kann man machen. Das ist absolut kein Problem. Ist auch super und schön und alles gut. Für mich persönlich macht das aber nicht so Sinn, weil ich habe ja deswegen ein Tarp dabei, damit ich kein Zelt dabei habe. Ich renne mit Zelt, mit Tarp rum wirklich mit dem Grund, dass es für mich irgendwie wichtig ist, dass ich sage, gut, ich halte mich so gut es irgendwie geht an entsprechend Recht und Gesetz und zelte nicht im Wald. Es ist tatsächlich so, dass es im Prinzip ziemlich wurscht ist und es wahrscheinlich 90% aller Leute, die einen da entdecken könnten, man wird eh nie entdeckt, aber sollte man entdeckt werden, dann wäre es wahrscheinlich 90% der Leute, die einen da entdecken, auch völlig schnurz, ob man in so einem, unter einem Tarp liegt oder in einem Zelt. Für mich persönlich ist es aber wichtig und deswegen habe ich gerne so einen Tarp und außerdem mag ich einfach im Wald das Gefühl, dass ich im Freien bin. Da gibt es ja auch viele Leute, das habe ich schon oft gehört, dieses Argument, die genau da schätzen, eben unter einem Tarp, dass man wirklich nur so locker als Dach aufgehängt hat, dass man halt eben nicht indoor im Zelt sozusagen ist. So ein Zelt ist ja fast schon ein geschlossenes Zuhause. sondern halt eben im Freien hängt und deswegen würde ich mir so ein Tarp eh nie zeltartig aufbauen, also so fast geschlossene Konstruktion. Und deswegen werde ich auch nie ein noch größeres Tarp als 2x3 Meter entsprechend brauchen und selbst eben das mit einer Baumarktplane kriegst du auch eine super kompakte, niedrige Aufbauweise, fast schon zeltartige Bauweise ja entsprechend hin. Das Hauptproblem eben bei dem Ding ist die Größe und die Tatsache, dass ich immer noch so begeistert von Baumarktplanen bin, dass ich einfach das zusätzliche Geld für so einen Tarp nicht einsehe. Hier noch ein Kochgeschirr. Das ist in diesem Fall, glaube ich, von der Schweiz oder auch ein Nachbau. Ich weiß es nicht genau, habe ich geschenkt bekommen. Aber grundsätzlich halte ich diese Militärkochgeschirre zwar für ganz lustig, aber da geht es mir ähnlich wie vielen, die sowas wirklich auch mal beim Militär benutzt haben. Und ich mag das überhaupt nicht mehr. Deswegen, da gehört jetzt normalerweise nochmal so ein kleiner Innenbecher rein, der so ein bisschen aussieht wie diese Feldflaschenbecher, wer die kennt. Aber das ist einfach so ein Gefraß aus diesen Dingern. Da kommt man sich wirklich vor, als würde man aus dem Hundenapf fressen. Und da habe ich das gleiche Problem. Wie ich schon habe bei meinem Titanteller, wenn man da mit Besteck drauf rumkratzt, da kannst du nichts drin schneiden, da schneidest du auf Alu. Da kannst du nicht wirklich, da kannst du mit dem Löffel, dann kratzt du da drin rum, dann gibt es so ein ekliges Geräusch. Das macht einfach keinen Spaß, da draus zu essen. Und insbesondere aus diesem Teil futtern, macht schon gar keinen Spaß. Das ist einfach viel zu groß.
wenn ich ein großes Gefäß haben möchte, dann nehme ich einen Topf. Dann nehme ich nicht. Nein! Das ist echt so ein Fressnapf, diese Teile. Also ich habe gern eins, einfach zum ins Regal stellen, damit ich sagen kann, ich habe eins. Aber wirklich nochmal benutzen? Nee. Nee, echt nicht. Und kaufen würde ich mir das auch nicht. Egal wie billig man die Dinger nachgeschmissen bekommt. Dann gibst du 3-4 Euro mehr für ein kleines Töpfchen aus und wirst glücklicher. Also, wirklich nicht. Nein. Selbstverständlich ist das nur meine Meinung und muss nicht zwingend mit eurer Meinung übereinstimmen. Ihr dürft mir eure Meinung diesbezüglich aber gerne mitteilen. Das gilt natürlich für jeden hier gezeigten Gegenstand, dass ich da durchaus Interesse daran hätte, was denn die anderen davon jetzt so halten. So, mal noch ein Messer. Das hier ist ja im Prinzip ein schönes Messer, oder? Ja. Ist auch, wenn man es rausholt, immer noch ein schönes Messer. Bei diesem Messer hätte ich es bewenden lassen sollen. Ne? Aber dieses Messer ist erschreckenderweise gerade mal, ich glaube, 13 oder 14 Zentimeter lang. Müsst jetzt nachmessen. Und das war damals, also gleiche Phase des Ben wie dieses Messer, war das ein Problem. Ne? Das war zu kurz. Man kann damit alles machen. Man kann da auch einigermaßen mit batonieren. Das ist auch also auf jeden Fall dick genug. Geht. Hat einen Scandi-Schliff. Damit ist sowieso zum Batonieren ganz gut geeignet, weil es halt gut spaltet. Ne? Alles prima. Hat hier so ein schönes Motiv mit, ich hoffe, man kann das sehen, Rentierschlitten und ist von Martini. Und welche Zusammensetzung der Martini-Inox-Stahl genau hat, das bleibt im Dunkeln. Das habe ich nie herausfinden können. Ich wollte es mal recherchieren. Hat da nicht geklappt. Ach ja, der Griff ist aus Birkenholz, so ein bisschen Maserknolle-artig. Sehr schön, schön lackiert, hat hier unten noch so einen entsprechenden Knauf. Ist sogar angeblich, das kann ich jetzt leider nicht nachprüfen und inzwischen ist es auch schon zu lange her, soll es angeblich auch Vollerl sein, dass also der Erl bis hier hinten geht und dann quasi in diesem Ding hier sozusagen abschließt. Soll. Aber selbst wenn nicht, mich persönlich interessiert das nicht. Ich spalte wenig mit dem Messer. Wenig bis gar nichts. Ja, klar, müsste zum Spalten vielleicht noch ein Ticken dicker sein. Was hat das hier jetzt? So 2,5 mm vielleicht. Ja, könnten auch 3 sein. Ja, könnten auch 3 sein. An sich wirklich ein schönes Messer. Ne? Wer den Scandi-Schliff mag, ist mit einem Mora-Messer im Prinzip zu vergleichen. Der Stahl ist wahrscheinlich halt jetzt nichts super ultra tolles. Es ist auch nicht unbedingt so super scharf wie die Mora-Messer, zumindest nicht im Auslieferungszustand. Und da ich jetzt auch nicht der Messerschleifer vor dem Herrn bin, habe ich es auch nie so richtig ultra scharf hinbekommen. Im Prinzip also wirklich ein schönes Messer und das zeige ich euch eigentlich nur. Hier nochmal zum Vergleich, einfach so ein kleines Mora. Also von der Klingenform her ist es halt die ganz typische skandinavische Klinge. Das sind die beiden mehr oder weniger identisch, nur ist das halt eben ein bisschen traditioneller und so weiter und so fort. Also man kann da schon mit arbeiten. Ich habe da aber irgendwie nie so wirklich gerne mit geschnitzt. Das liegt aber nicht daran, weil das Messer nicht gut ist, sondern das liegt einfach daran, dass ich prinzipiell einfach eben zum Schnitzen einen Flachschliff, also Obinell technisch, ne? Einfach lieber mag. Das hier außen ist tatsächlich Leder. Ich weiß nicht, was für ein Leder. Angeblich sollte es Rentierleder sein. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Das wird wahrscheinlich irgendein normales Rindleder sein. Leider ist halt eben dieser Einsatz da drin Plastik. Wenn der Holz wäre, fände ich natürlich auch noch schön. Und ja, das steckt man dann da rein. Das hebt eigentlich ganz gut. Und dann kann man sich hier halt mit dem Bändel das entsprechend am Gürtel befestigen. Das ist ja so eingeschnitten. Das fädelt man dann halt eben entsprechend da durch und knotet sich das fest. Und dann bammelt es halt da unten so lose rum. Und beim Laufen bammelt es vor sich hin. Ich persönlich mag das nicht so. Ansonsten ist das aber echt ein schönes Messer. So, nochmal. Das ist nicht das Problem, dieses Messer. Das Problem ist, dass ich dann unbedingt der Meinung war, ja, aber das ist doch so kurz. Oh. Und deswegen habe ich noch dieses Messer gebraucht. Und das hat jetzt, ne, ich glaube, das hier waren 13 cm und ich meine, das hier hätte 15, 16, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls ist das schon deutlich länger. Hat auch wieder diese Steckscheide.
Ja, und da sieht man gleich, das ist auf jeden Fall ein Messer der Kategorie relativ lang. Ne? Braucht man ein so langes Messer für irgendwas? Nö, es sei denn, es wäre ein Hackmesser und dafür ist es aber viel zu leicht. Das ist ein sehr, 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 sehr leichtes Messer. Einfach allein schon auch durch diesen super leichten Birkenholzgriff. So dick ist es halt auch nicht, ist genauso dick wie das andere. Es ist halt einfach nur ein bisschen länger und hat halt auch eben besagten Scandi-Schliff. Das habe ich jetzt schon ein bisschen verwendet. So ist das jetzt nicht, dass ich das nie benutzt hätte. Das hätte ich aber hinten und vorne nicht gebraucht, weil man da einfach, wenn man schon das Ding hat, dann gibt es überhaupt keinen Sinn, weshalb man nochmal eins braucht, das nochmal ein Stück länger ist. Machen wir die mal so vergleichstechnisch. Ja, das sind schon 3 cm mehr. He? So 3 bis 4, schätze ich jetzt mal. Ja, also. Also, braucht man echt nicht. Also, man kann damit genauso auch nur schnitzen. Wie gesagt, zum Hacken, das taugt einfach, das ist einfach zu leicht. Der Stahl ist jetzt halt echt nicht so wahnsinnig super. Ist kein jetzt total billiger Stahl, man kann mit dem schon arbeiten. Aber wenn man sich halt anguckt, was so ein Mora-Messer kostet und was das halt dann vergleichsweise schon für einen praktischen Stahl hat, mit dem man halt echt gut arbeiten kann, mit dem man wunderbar zurechtkommt, dann sind Mora-Messer natürlich immer noch besser. Beziehungsweise prinzipiell eher eine Kaufempfehlung als eben dieses Martini-Ding. Das Witzige ist, das hier ist nur geringfügig schwerer als jetzt so ein Mora, einfach weil das so eine total leichte Bauweise ist. Und warum man dann so eine lange Klinge, die brauchst du einfach nicht. Ich weiß bis heute nicht, was ich damit machen soll im Prinzip. Und außerdem, und das kommt jetzt noch erschwerend dazu, ist hier noch ein Zusatzmesser dabei. Das ist also eine Zwei-Messer-Lösung. Das per se finde ich ja ziemlich genial. Wenn man schon ein großes Messer unbedingt braucht, dann sollte man zumindest noch ein kleines Messer dabei haben, damit man halt auch Feinkram machen kann. Aber im Prinzip würde eigentlich dieses kleine Messer ja schon reichen. Das ist ja größentechnisch jetzt ziemlich gut vergleichbar mit so einem Mora. Und selbst wenn das Mora jetzt noch mal ein Stück ging, da kann man auch noch mit arbeiten. Das ist eigentlich so ein ganz schönes, schickes, kleines, feines Messerchen. Eben für Schnitzarbeiten ganz gut zu gebrauchen. Auch da stört mich jetzt wieder so ein bisschen das Gandhi-Schliff. Und da finde ich jetzt den Griff ein bisschen zu filigran. Also das macht natürlich Sinn, da das so vorne am Messer entsprechend dran ist, aber bei meiner Hand, mit diesem winzigen Griffchen, ja kann ich so. Nee. Also rückwirkend. Nee, im Prinzip wirklich ganz schön, aber. Ja, also ihr seht, völlig dämlich war, völlige Scheiße habe ich da nicht gekauft. Aber brauchen. Und dann kommen wir zum einen der dümmsten Sachen, die ich mir jemals gekauft habe. Also, es ist, glaube ich, so ziemlich die dümmste Sache. Weil, folgendes. Das hier ist prinzipiell ein super toller deutscher Rucksack. Das ist der Futura 32, glaube ich, heißt der. Es gibt auch immer noch die Futura-Reihe heutzutage. Ne? Der hat hier so einen schönen entsprechenden Deckelchen, alpine Notsignale sind drin, hat hier noch eine schöne entsprechende Schürze, hier vorne noch eine kleine Tasche für Kleinkram, hat hier unten auch ein Schlafsackfach, für einen kleinen Hüttenschlafsack würde das auch noch reichen, hat hier die schönen üblichen Seitentäschchen, hat hier Kompressionsriemen, wo man alles schön festzucken kann, hat einen Hüftgurt, hat dieses hervorragend ventilationsfördernde Air-Comfort-Tragesystem, super. So, wo ist der Haken? Warum sieht dieser Rucksack noch relativ ungebraucht aus? Warum hat der Ben so einen Rucksack? Und warum sagt der Ben, er würde diesen Rucksack auf keinen Fall nochmal kaufen? Das ist somit das Dümmste, was er sich je gekauft hat. Machen wir ihn mal zu. Ja, das liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich ziehe ihn mal auf. Jetzt sind die Schultergurte so lang wie irgend geht. Und was stellen wir dann fest? Ne, die Hüftflossen, die reichen mir zur Hälfte von der Wampe, bis zur Hälfte von der Wampe. Die kriegt man mit Mühe und Not vorne noch zu. Aber wie viel Gewicht hängt an so einer Hüftflosse? Ne, wenn ich die so anhabe und außerdem, wo sitzt die Hüftflosse? Ja, mitten im Speck. Ne, hier unten, da sollte sie sitzen. Sprich, der Rucksack ist mir schlicht und ergreifend mindestens 15 cm zu kurz. Das bringt so überhaupt nichts. Die komplette Hüftflosse ist für den Eimer. Und man muss beachten, ich habe jetzt die Schulterträger.
so lange wie irgendwie möglich gerade ist. Ne? Also die sind jetzt für den längstmöglichen Rücken, mit dem man diesen Rucksack noch anziehen könnte. Wenn ich das Ding auf der richtigen Höhe haben wollte, dann ging der mir quasi hier oben bis da. Also wenn man das schon auf so... So, und als ich mir diesen Rucksack gekauft hatte, da war ich nämlich wirklich total doof, weil ich war der Meinung, also ich hatte mir den bestellt via Internet, der eine Rucksack, noch ein zweiter, meinen kleinen Bundeswehrjäger-Rucksack, meinen Standard-Waldrucksack, den habe ich mir auch übers Internet bestellt, weil ich ja wusste, der passt mir, den gibt es nur in dieser einen Größe und ich habe ihn bei der Bundeswehr ja selber getragen. Aber dieses Ding hatte ich mir halt unangesehen über Internet bestellt und habe gedacht, super Rucksack, tolle technische Daten, tolles Tragesystem, alles super, Deuter, prima Firma, ist auch wirklich eine prima Firma, alles super, ist ein toller Rucksack, aber ich habe halt völlig ignoriert, dass der mir möglicherweise gar nicht passt. So, und dann war er da. Und dann bin ich halt ein bisschen mit rumgelaufen und habe festgestellt, irgendwas ist komisch, ne, der Hüftgurt, der bringt es eigentlich nicht so, aber ja gut, den brauche ich ja eh nicht so unbedingt. Und ich habe irgendwie wirklich mir selber eingeredet, der Rucksack ist gut, der war teuer, den hast du dir jetzt mühsam zusammengespart, den hast du haben wollen, der ist gut. Bis ich halt dann wirklich irgendwann begriffen habe, ich kann mit dem Ding nichts anfangen. Wenn der voll ist, dann stört das noch mehr, weil ich mag meinen Rucksack gerne hochgezogen, so halt eben, dass hier wirklich die Schulter drin sitzt. Ne? Also hier bis auf die Höhe, also dass er dann so auf der Höhe quasi liegt. Und dann habe ich da unten halt noch derartig viel Ben hängen, dass mir quasi diese Hüftgurte schon fast auf die Rippen drücken. Also nicht ganz, aber die liegen halt total im Bauchspeck. Das macht überhaupt keinen Sinn, das trägt sich grauenvoll. Und das habe ich halt so spät realisiert, dann konnte ich ihn nicht mehr zurückschicken. Und dann habe ich halt gedacht, ja gut, dann behältst du ihn halt, um ihn dann gegebenenfalls irgendwelchen kleineren, vorzugsweise weiblichen Personen auszuleihen, die keinen vernünftigen Rucksack haben, mit denen du auf Tour gehen willst. So, und dafür habe ich ihn jetzt auch ein paar Mal hergenommen und dafür ist er auch gut. Und die waren auch alle glücklich und zufrieden. Also wer so circa 15 cm kleiner ist als ich, beziehungsweise noch ein bisschen kleiner, ist auch kein Problem, dem passt dieses Ding dann schon. So, und jetzt kommen wir zu so einem sehr traurigen Kapitel. Ein sehr, sehr trauriges Kapitel. Das ist nämlich dieser Daunenschlafsack von der Firma Yeti. Wer Yeti kennt, weiß, das ist nicht unbedingt eine billige Firma. Ne? Das ist also kein Discounter-Daunenschlafsack, sondern tatsächlich eben was Gutes. Und ich habe mir mal auch wichtig, dass die Daune eben entsprechend aus verantwortungsvollen Quellen kommt. Und eine ordentliche Qualität hat und so weiter und so fort. Und der war bestimmt, ich weiß nicht mehr, was der genau gekostet hat, aber der war teuer. Der hat schon weh getan in der Anschaffung. Ich war wieder mal jung und hatte das Geld. Jetzt müsst ihr wissen, das lässt sich auf ungefähr so ein Packmaß knautschen, das Ding. Und theoretisch wäre der bis 2 Grad. Ne? Also der ist sogar noch ein Ticken wärmer. Theoretisch als ein Tropen, und ein Tropen hat, wie wir wissen, ja schon so ein Packmaß, unkomprimiert. Und wenn ihr den halt irgendwie, der ist halt winzig vom Packmaß. Und der wiegt ein halbes Kilo. Ein halbes Kilo! Ne? Aber, und deswegen bin ich einfach kein riesiger Fan von Daunenschlafsäcken. Erstens mal ist er natürlich vom Schnitt her jetzt nicht darauf ausgelegt, jetzt im allertiefsten Winter eingesetzt zu werden. Der hat hier diese sehr lockere Kapuze, das ist fast schon mit einem Defense 4 oder sowas vergleichbar. Die kann man dann schon noch einigermaßen auf ein kleines Maß runterschnüren und so weiter und so fort. Und an sich ist das Ding eigentlich ganz in Ordnung. Seht ihr diese Nähte hier, die jetzt hier unter meinem Kinn nach unten verlaufen? Dazwischen gibt es so einzelne Taschen. So, und das Problem besteht jetzt darin, dass die Daune nur locker in diesen einzelnen Taschen drin liegt. Und zwar liegt die da so locker und in keinster Weise irgendwie befestigt, dass das dazu führt, dass sobald man den Schlafsack ein bisschen schüttelt, man dann sämtliche Daunen da unten hat und hier oben so gut wie gar keine mehr. Also zum Beispiel, ich leuchte jetzt mit der Taschenlampe dahinter rum. Hier seht ihr jetzt kein Licht durch. Liegt daran, dass hier jetzt die ganze Daune steckt. Ne, da kann man auch richtig schön sehen. Hier ist das voll, das bauscht sich schön auf. Das ist so ein richtig pralles Material. Wunderbar. Auch hier, das ist so eine. Hier ist zum Beispiel jetzt ganz viel Daune. Da kann man richtig reinpacken und merkt gleich, oh, das ist ja tolles Bauschmaterial. Ha, ganz großartig. So, das Dumme ist nur, auf der anderen Seite
sieht die Situation gar ganz anders aus. Seht ihr? Also da kann ich problemlos mehr oder weniger überall durchleuchten, was man mit hier jetzt nicht sieht, aber mit bloßem Auge gut erkennen kann. Aber da hängen wirklich nur noch so einzelne Federchen drin, so ganz einzelne. Und man kann das super toll eben entsprechend durchleuchten. Ne? Da hinten wird es dann langsam wieder besser. Da kommt dann nicht mehr ganz so viel. Aber hier, also gerade da hat es halt so einzelne Stellen. Da sind noch 4, 5 kleine Federchen und alles andere Material ist halt quasi hier drüben. Und das ist das große Problem. Jetzt kann man sagen, den musst du waschen, musst du Tennisbälle mit dazu machen in den Trockner, blablub und so weiter und so fort. Ja, hab ich gemacht. Das Ding ist absolut frisch gewaschen und zwar professionell. Habe ich nicht mal selber gemacht, weil ich mich nicht getraut habe. Hat viel Geld gekostet. Und was ist? Nix ist. Immer noch scheiße ist. Und gerade eben in diesem Nahtbereich, ne? So hier so 2 Zentimeter davor, 2 Zentimeter. Hier ist zum Beispiel so ein Streifen, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber das müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben. Ein Streifen von ungefähr der Breite, ja so. Da ist quasi null Isolationsmaterial. Und das sind Kältebrücken ohne Ende. Da kann die andere Seite, wo die vielen Daunen sind, noch so warm sein. Ne? Das ist alles super. Und die Daune hat sich auch durch das Waschen einigermaßen erholt und ist einigermaßen wieder aufgeblustert. Aber sobald man den Glassack so ein bisschen schüttelt, dann kann man richtig zugucken, wie das Füllmaterial sich entsprechend dann wieder entsprechend verteilt, aber sobald man drin liegt und sich ein bisschen hin und her dreht, dann hat man da wieder irgendeine hohle Stelle. Am besonders schlimmsten ist es hier. Hier alles Material auf der anderen Seite. Moment, ich leuchte nochmal. Da, hier. Das ist somit die schlimmste Stelle. Da leuchtet, da könntest du den halben Wald ausleuchten durch den Schlafsack. Da ist überhaupt kein Füllmaterial, nix. Jetzt kann man sagen, das ist Absicht, am Rücken soll ja weniger Isolationsmaterial sein. Ja, nee, das ist aber nicht immer nur am Rücken, das ist mal hier, mal da, mal dort. Und du hast halt ohne Ende Kältebrücken in dem Teil. Das ist überhaupt nicht dramatisch, solange man bis 10 Grad, 12 Grad, 12 Grad, 10 Grad, so irgendwas bis in den Dreh, kann man mit dem Teil noch ganz gut schlafen, insbesondere indoor. Das ist schon kein Problem, das ist halt einfach quasi eine leichte Bettdecke für unterwegs zum Mitnehmen. Und dafür benutze ich den auch noch. Aber zum Draußenpennen und bis 2 Grad und nicht mal im Ansatz. Das ist also einfach kein guter Schlafsack. Auch wenn der von Yeti ist und was weiß ich wie teuer. Inzwischen gibt es da ja Besseres. Ich sage ja jetzt nicht, Down-Schlafsäcke sind generell scheiße. Ne? Das würde ich mich niemals trauen, auch wenn ich kein großer Fan von Down-Schlafsäcken bin. Aber trotzdem sind die prinzipiell ja so wie super, natürlich. Ne? Und wenn du so einen 1.000 Euro Down-Schlafsack hast, dann hast du einen super Schlafsack. Das ist ja überhaupt keine Frage. Dieser hier ist halt, obwohl er teuer ist, obwohl da nachhaltig zertifizierte Schieß-mich-tot-Daune drin ist und die theoretisch auch ein gutes Daune-zu-Federn-Verhältnis und auch ein 750er Schieß-mich-tot-Bauschwert, weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, dieser Wert, hat der alles. Hat der alles. Und hier nochmal, damit man mir auch glaubt, dass der wirklich von Yeti ist. Aber der ist einfach mies blöd geplant, blöd gebaut. Einfach mit diesen Streifen, wo sich die Daune dann verklumpen kann, wie sie lustig ist. Die ist mir halt mal ein bisschen zu feucht geworden. Ich halt so mit der normalen Standard-Daune, wenn die halt nicht irgendwie imprägniert oder sonst was ist, und dann wird sie dir mal ein bisschen zu feucht und dann komprimierst du den Schlafsack und dann bist du noch ein paar Tage unterwegs. Oder du musst dann auch mal 2 Nächte im Schlafsack komprimiert lassen. Das nimmt dir einen Kunstfaserschlafsack, der freut sich auch nicht, aber den kannst du danach immer noch wunderbar verwenden. Das Ding war da quasi jetzt hinüber nach dem. Und dieses Gerücht, wenn du Daune wäschst, dann ist sie wieder genauso wie vorher. Das mag hin und wieder durchaus mal funktionieren. Es gibt aber auch zig Fälle, wo das halt eben nicht klappt. Wie gesagt, prinzipiell sind Daunenschlafsäcke sicher was ganz, ganz Tolles. Dieser hier ist es nicht. So, und dann kommt noch erschwerend dazu. Ich hoffe, man kann es... Ja, hier kann man es sehen. Da oben, seht ihr das? Da auf Höhe Hut. Da kommen so einzelne Daunen raus. Der ist nicht dicht. Ich habe eigentlich nach jeder Nacht, wo ich in dem Ding gepennt habe, irgendwo so einzelne Daunen gefunden. Und der hat ja nur eine geringe Füllmasse. Da ist ja wirklich nicht viel Material drin. Braucht man ja auch nicht bei so einem leichten Schlafsack. Der ist ja auch nur für einen Frühling quasi, schlimmstenfalls, ausgelegt. Und das ist ja keinesfalls ein Winterschlafsack. Aber trotzdem sollte ein Down-Schlafsack, gerade weil der ja angeblich eine so ach so lange Lebensdauer haben soll, natürlich keine Daune verlieren. Und das tut der halt. Der ist einfach nicht dicht. Da kommen auch größere Sachen raus. Ich habe jetzt natürlich gerade nichts da, was ich da jetzt noch... Da hier kann man es auch noch mal schön sehen.
das kann doch nicht gut sein. Ne? Das ist doch kein guter Schlafsack. Da können wir uns doch hoffentlich drauf einigen. Seht ihr? Das habe ich jetzt gerade rausgezogen. Gut, das ist jetzt eher eine Feder als eine Daune, aber auch die sollten da nicht rausgehen. Die drückt sich mit dem Kiel einfach so durch die Nähte von dem Sack. Mit diesem winzig kleinen filigranen Kielchen, der ist schon steif und spitz genug, um sich dort einfach durch das Material durchzudrücken. Eine Sache habe ich noch, das ist jetzt die letzte. Tada! Wie, aber du sagst doch, diese Evazote-Isomatten sind prima. Ja, sind sie auch. Bis, meiner Meinung nach, auf eine Ausnahme. Ne? Das hier ist jetzt das Standardmodell. Die hat, glaube ich, weiß nicht, wie viele Millimeter sind das, 7 oder was. Das ist eine 3-Jahreszeiten-Matte, also von der Isolation her. Funktioniert wunderbar, bis 4 Grad, 3 Grad, 5 Grad, ja, so irgendwas um den Dreh, ne? Je nach persönlichem Empfinden. Die ist super, nichts auszusetzen. Halb unzerstörbar, prima Matte, alles toll. Es gibt aber noch eine kleinere. Also das sind jetzt diese Matten von Globetrotter, steht hier auch groß drauf. Die haben ja ganz fett, dann so eine Komfort, die auch schon ziemlich fett ist. Die habe ich auch irgendwo rumliegen, die muss ich euch jetzt nicht extra für die Kamera halten, habe ich schon an diversen anderen Stellen getan. Die Standard, das war jetzt die, und dann gibt es noch eine ganz dünne. Die hat, glaube ich, offiziell 5 mm oder 4,5 eher, gefühlt. Gefühlt sind es eher 4,5. Jedenfalls. Wie man sieht, ist die ein bisschen kurz. Das liegt daran, dass ich Sitzkissen draus geschnitten habe. Die Sitzkissen sind super. Die Matte, die war nicht so prickelnd, weil, wie man hier auch noch so ein bisschen erahnen kann, an diesen Sitzkissen, das nimmt schlecht irgendwelche Formen an. Ne? Hier ist auch noch so ein Knödel drin und so weiter. Eine Evazote-Matte, die man so dünn macht, die verknittert sozusagen. Da kannst du dann am Rand, der Rand kann sich irgendwie dann anders bewegen als der Rest und das kriegt man nicht mehr schön aufgerollt. Das sieht dann einfach, ich kann es euch leider nicht mehr zeigen, weil ich halt nur noch diese Lappen habe, aber man konnte die echt nicht als so eine schöne Rolle mehr aufrollen. Das ging einfach nicht, weil die am Rand total verzogen war. Dann war sie irgendwo ein bisschen ausgedehnt. Und woher kam das? Na, ich habe sie bei Hitze außen am Rucksack hängen gehabt, wie man halt eine Isomatte transportiert. Und bei Hitze ist die ja auch mit Abstand dick genug, dass man da nicht friert auf dem Boden. Ne? Aber die Hitze war dem Ding dann schon zu viel, weil es ist halt eben entsprechend schwarz. Da ist die schon eingeschmolzen. Und insbesondere am Rand hat sie so ein paar Stellen gekriegt, wo sie wirklich so leicht geschmolzen ist. Und dadurch hat sie sich dann am Rand ein bisschen verzogen. Und dann hat man sie nicht mehr schön aufrollen können. Und man konnte sie auch nicht mehr schön hinlegen. Isoliert hat die trotzdem genauso gut wie vorher auch. Aber das hat mich einfach tierisch genervt. Und davon abgesehen, wofür braucht man eine so dünne Isomatte in Rollform, wenn es doch diese Isomatte hier gibt, ne? Und das ist einfach so, die Daseinsberechtigung von diesem Ding ist einfach überhaupt nicht mehr gegeben, weil dann ist diese Faltisomatte so unglaublich praktisch, ein so gutes Sitzkissen so schön zu transportieren, man faltet sie aus, man legt sie hin, sie liegt, sie rollt sich nicht noch doof zusammen. Wie gesagt, selbst im zurechtgeschnittenen Zustand als Sitzkissen kriegt man das nicht hin, dass die Teile einigermaßen flach sind. Oh ja, hier kann man schön sehen, da hat's. Hier hat zum Beispiel eine etwas andere Struktur, die sieht man jetzt in dem Licht ganz gut, als woanders. Das ist einfach teilweise etwas eingeschmolzen und so weiter. Ne? Und da ist einfach die Konkurrenz zu gut. Im Prinzip ist das ein gar nicht mal schlechtes Produkt, aber die Konkurrenz ist einfach zu gut. Das ist so die Hauptaussage, die ich hierzu machen wollte. Als Sitzkissen nach wie vor echt eine tolle Sache. Ne? Und man kann sich aus einer Isomatte einen Haufen Sitzkissen zurechtschneiden. Plumps. Und sitzt da auch gut drauf, alles kein Thema, aber die ist einfach viel besser, viel, 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 viel besser. Die ist natürlich genauso wenig warm wie das Ding, worauf ich jetzt sitze. Selbstverständlich braucht man diese Isomatte, wenn man wirklich drauf schlafen möchte, es sei denn halt wirklich im Hochsommer und der Rücken ist einem egal, dann geht das auch da drauf. Aber die ganz dünne Evazote-Matte, nee, die würde ich mir auch nicht nochmal zulegen. Die ist jetzt zwar nicht sonderlich super teuer, aber nee. Also als Sitzkissen rausschneiden, 4 Stück hat es gegeben von der Größe. Das ist okay, für alles andere, nee. Ja,
Ich glaube, das war's. Mehr habe ich jetzt eigentlich nicht mehr. Zumindest ist mir nicht mehr eingefallen, spontan. Und damit sind wir dann auch jetzt wirklich durch. Zum Schluss nur noch eine Kleinigkeit, weil ich habe es versprochen, diversen Zuschauern, die einen Gegenstand vermisst haben im letzten Video, nämlich die Harmonieschale. Harmonie. So, und mit Harmonie kann man dann das Video auch viel besser beenden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Dann auch mit noch mehr Harmonie, hoffe ich. Bin ja noch gerade am Labern, dann kann ich jetzt auch noch mal schnell fragen. Nächstes Mal ein bisschen Umwelt-Naturphilosophie, ne? Warum der Mensch so scheiße ist und wo das eigentlich herkommt, dass er seinen eigenen Lebensraum kaputt macht. Oder lieber Holzhandel, international, so ein bisschen mit Zertifikaten und mit irgendwelchen Programmen, die zum Beispiel die Einfuhr von illegalem Holz verhindern sollen. Ne? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was euch da lieber ist. Machen wir ausnahmsweise mal eine Umfrage. Meistens entscheide ich das ja schon selber, aber boah. Bis zum nächsten Mal.